Servus. Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal beschäftigen wir uns mit dem Spiel in Dortmund und zu Hause gegen Düsseldorf. Heute mal im anderen Gewand, heute mal, ja, VfL. Kann es euch auch mal zeigen. Boah. Es gab ja mal eine offizielle Fanfreundschaft, ich glaube, die gibt es ja schon lange nicht mehr, aber natürlich so unter den Fans ist man natürlich noch irgendwo befreundet. Ja, und ich fand es in Corona-Zeiten halt einfach wichtig, den VfL da zu unterstützen und das war eine gute Gelegenheit mit diesem Sondertrikot und ich finde es ganz nice. Da ich aus dem Ruhrpott komme, finde ich es auch ganz geil mit der Bochumer Gemeinschaft. Drauf gefällt mir gut und ja, da ich den FC Bayern auch genug unterstützt habe mit Fanartikel und auch mit dem Verzicht auf meine Gutschrift von den Eintrittskarten für das Spiel gegen Frankfurt. Ja, ich fand es einfach wichtig, den VfL so als Verein, der halt nicht so gesegnet ist finanziell, einfach zu unterstützen. Das war eine super Gelegenheit. Ich finde das Trikot sehr gelungen, auch wenn es von Nike ist. Von daher, heute mal im VfL. Trikot, ja, anstatt im Bayern-Trikot. Gut, erstmal große Ganze, ich denke, wir haben absolut nichts zu meckern. Ne? 1-0 in Dortmund gewonnen, danach 5-0 gegen Düsseldorf. Ja, alles, was man da jetzt meckert, ist dann Meckern auf hohem Niveau. Natürlich habe ich so ein, zwei Sachen, ja, klar. Beziehungsweise meine Meinung einfach. Ich würde sagen, wir fangen erstmal so mit dem Dortmund-Spiel an. Erinnerung ist ein bisschen verblasst bei mir natürlich, was unter der Woche war, dann noch mit Frühschicht und so weiter. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, jetzt aber auch nicht so mega irgendwie Spitzenspiel, Klassiko, sonst irgendwas. Dafür kam einfach meiner Meinung nach zu wenig von Dortmund. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Ich fand, wir haben es ganz gut gemacht. Man hat gemerkt, dass wir Respekt haben, dass wir mehr auf Sicherheit gespielt haben, was auch völlig okay ist gegen die Mannschaft. Ja, man hat zwischendurch mal gesehen, zu was die Dortmund in der Lage sind, so kombinationstechnisch und sowas. Aber ja, die haben nur nach hinten kombiniert, anstatt nach vorne kombiniert. Also ich hatte beim Zugucken jetzt nie das Gefühl, irgendwie, erstmal, dass überhaupt ein Tor fällt, ja, das muss man auch mal ganz klar sagen, dass dann so ein Geniestreich, ob er den so wollte, sei mal dahingestellt, vom Kimmich die Entscheidung bringt. Ansonsten hatte ich aber auch nie das Gefühl, dass es irgendwie das 1-0 wackeln würde, als wenn die Dortmunder da jetzt nochmal gefährlich irgendwie Druck machen würden oder sowas. Da war halt gar nichts. War enttäuschend aus meiner Sicht. Wo der Sancho dann eingewechselt wurde, dachte ich, jetzt kommt noch mal irgendwie was, aber da kam halt auch gar nichts. Also aus Dortmunder Sicht war das Ding enttäuschend. Was natürlich oder in großer Wahrscheinlichkeit mit dazu zusammenhängt, dass einfach keine Zuschauer da waren. Das war natürlich definitiv Vorteil für uns. Und da muss man gar nicht drum herum reden. Nichtsdestotrotz hätte ich mir Zuschauer gewünscht, das wäre ein interessanteres Spiel gewesen. Es wäre halt auch dann für uns mehr Pushen gewesen und so. Und so hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, wir haben es dann irgendwie auch nach Hause geschaukelt. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Dortmunder waren halt einfach nicht imstande, irgendwie Druck aufzubauen vernünftig. Wir hatten ja dann noch einen Pfostenschuss vom Levi. Wir hatten noch ein, zwei gute Aktionen. Aber im Großen und Ganzen war es halt einfach so ein Sicherheitsspiel, so von Respekt geprägt irgendwo. Weil es nicht irgendwie offensiver Schlagabtausch oder sowas, was wir auch schon gesehen haben. Was natürlich den fehlenden Zuschauer ein bisschen geschuldet ist, bin ich mir sicher. Wären da Zuschauer gewesen, wären die Dortmunder wahrscheinlich auch blinder nach vorne gelaufen, hätten mehr versucht. Hätte uns mehr Räume gegeben und so weiter und so fort. So war es das, was wir gesehen haben. Es war kein schlechtes Spiel, war jetzt aber auch kein Highlight, das muss man auch klar sagen. Ne? Zumindest meiner Meinung nach. Ist wie gesagt immer meine Meinung hier. Wenn wir mal einen Blick auf die Statistiken werfen, die sollten eigentlich sehr ausgeglichen sein, denke ich. Ne? Ballbesitz 51 für Dortmund, 49 für uns, Abseits 3-1, Fouls 9-15. Zweikämpfe 58 für Dortmund, 41 für uns. Das überrascht mich gerade ein bisschen, muss ich ehrlicherweise sagen.
Schüsse insgesamt 13-11, Schüsse aufs Tor 5-5, Ecken 4-3, Flanken 11-17. Ja, sag ich ja, ziemlich ausgeglichen. Zweikampfquote überrascht mich echt ein bisschen, muss ich sagen. Hatte ich ein bisschen anders im Gefühl. Ja, erste Halbzeit vielleicht. So die ersten 10 Minuten oder die erste Viertelstunde habe ich Dortmund ganz gut gesehen. Danach hatten wir das Spiel fest im Griff und haben es auch nicht mehr aus dem Griff gegeben. War zumindest so mein Eindruck. Schüsse insgesamt: Haaland 5, Levi 5, Dahoud 3, Goretzka 2, Hummels 1, Perisic 1. Ja, da sieht man schon, es war jetzt nicht so viel los, ne? Ja, Haaland auch, ja. Ich meine, gut, er hat mal gegen vernünftige Innenverteidiger gespielt. War auch nicht wirklich was von zu sehen von dem Jungen. Ist aber ein bärenstarker Spieler. Kann ich nur den Hut vorziehen für die Dortmunder. Ansonsten Torschussvorlagen: Hazard 4, Müller 3, Goretzka 2, Gnabry 2. Da haben wir noch Guerrero und Sancho 1. Wow. Gewonnene Zweikämpfe: Davies. Der Davies war bärenstark, Leute. Also Davies war für mich. Ja, er hat am Anfang, hat er. Oder generell hat er so ein, zwei Wackler drin gehabt, die er dann durch seine Schnelligkeit wieder weggemacht hat. War ansonsten bärenstark, Leute. War für mich absolut. Ja. War bärenstark einfach. Coman 5, Goretzka 5. Ja, habe ich auch so gesehen. Coman war auf jeden Fall ansteigende Form. Goretzka war auch präsenter. Auch jetzt gegen Düsseldorf, wo ich gleich noch drauf komme. Haben mir ganz gut gefallen. Kimmich habe ich am Anfang nicht so stark gesehen, muss ich sagen. Da war er nicht so. Aber er wurde von Minute zu Minute einfach stärker. Und man sieht es auch an dem Ballkontakt. Auch hier, wie ich letztes Mal schon sagte. Der Davies ist da auch fast immer eigentlich unter den Top 3 dabei. Das ist schon echt bemerkenswert. Boateng ist noch dabei mit 90. Boateng war auch stark, muss man auch mal sagen. Ja. Man hat oft genug draufgehauen. Er hat auch nicht mehr das Leistungsniveau. Da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Aber er war echt stark, war echt souverän. Generell die ganze Mannschaft war fokussiert. Das hat man gemerkt. Die Anspannung war da. Also wir haben das Spiel fest im Griff gehabt in meinen Augen. Und wie ich schon sagte, ich habe da nie das Gefühl gehabt, als wenn wir schwimmen würden oder sowas. Das war echt stark von uns, muss man so sagen. Gefoult worden und sowas. Ja, interessiert uns nicht wirklich. Ja, durch den Sieg ist die Meisterschaft entschieden. Ne? Da müssen wir uns nichts vormachen, Leute. Wir haben 7 Punkte vor. Dass wir jetzt von, jetzt sind es ja sogar, glaube ich, nur noch 5 Spiele. Dass wir da irgendwie 3 verlieren. Ja, also wenn es echt schlecht läuft, verlieren wir gegen Leverkusen und Gladbach. Ja. Spielen dann noch ein Unentschieden gegen Wolfsburg und das wird wahrscheinlich sogar reichen. Rein theoretisch könnte Dortmund, wenn es alle gewinnen würde, dann noch einen Punkt vormachen. Aber jetzt mal ernsthaft, ob wir gegen Leverkusen und Gladbach verlieren würden. Vielleicht werden wir noch ein Unentschieden spielen, aber wenn die Mannschaft so fokussiert ist und was sie auch gestern gezeigt hat, dann gehe ich gar nicht davon aus, dass sie überhaupt noch einen Punkt liegen lassen. Wird man natürlich sehen. Wie ich schon sagte, wir können es uns erlauben. Ja. Das ist doch das Schöne. Selbst wenn wir gegen Gladbach, Leverkusen, Wolfsburg alles unentschieden spielen sollten, ja, ist uns die Meisterschaft einfach nicht mehr zu nehmen. Wenn ihr euch erinnert oder wenn ihr mich hier länger verfolgt, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass wir dieses Jahr die Meisterschaft holen. Ich hatte die Leipziger auf dem Zettel nach der Hinrunde. Ja. Was soll ich sagen? Die Leipziger haben mich einfach enttäuscht. Jetzt so von der. Ja, auch die Dortmunder irgendwo. Generell so die Bundesliga. Was? Es war ja spannend und ja, die Konstanz irgendwie fehlt so bei den Clubs, habe ich so immer. Auch die Gladbacher waren mal dran, ne? Und dann spielen die da irgendwie so ein komisches Unentschieden, verlieren da irgendwo. Das ist so, was denen halt einfach fehlt. Ja? Ich meine, die Gladbacher kannst du das jetzt nicht vorhalten irgendwo mit der komischen Elf, die da haben. Die Leipziger, ja, weiß ich auch nicht. Aber die Dortmunder hätte ich schon was anderes erwartet, auch gerade in dem Spiel gegen uns. Das war aus meiner Sicht enttäuschend, was sie abgeliefert haben. Da hat so der letzte Wille, der letzte Glaube an sich selbst gefehlt irgendwo. Meine Meinung, ja, gut, müssen uns jetzt auch nichts vormachen, Alter, wenn ein Trainer das da vorlebt, so. Nach der Art und Weise irgendwie, ja, gegen Bayern haben wir eh keine Chance und ja, da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Mannschaft so auftritt, da muss man auch mal ganz klar sagen. Und man sieht es ja auch hier an den Statistiken, wenn der Hummels nicht auf dem Platz gewesen wäre, wäre Dortmund gar nichts gewesen. Ne? Der Hummels war noch der das Spiel ein bisschen angekurbelt hat von Dortmund, der dann auch bei Ballbesitz so ins Mittelfeld aufgerückt ist und so. Hummels fand ich echt stark bei Dortmund.
Ansonsten, ja, enttäuschend aus meinen Augen. Aber ich will ja auch gar nicht über Dortmund urteilen. Habe ich jetzt schon mehr als genug getan in diesem Video. Man muss auch ganz klar sagen, wir haben natürlich auch Bären stark gespielt, ja, um das nochmal hervorzuheben. Wir haben jetzt nicht offensiv Feuerwerk abgebrannt oder sowas. Aber wir haben halt einfach, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Stärke bewiesen, Präsenz. Ja, also wir haben den Dortmundern überhaupt nicht Gelegenheit gegeben, dass man irgendwie gesagt hätte, so, wir wackeln jetzt oder sowas. Ne? Es ist nie irgendwie ein Zweifel aufgekommen, dass wir nicht 100% da sind und nicht heiß sind. Und ja, das war schon beeindruckend, wie ich finde. Gut. Noch beeindruckender fand ich das Spiel dann gestern, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil erstens Düsseldorf hat jetzt keine so schlechte Phase gehabt. Klar, Düsseldorf ist jetzt kein Maßstab oder sowas. Aber wenn wir uns mal an die Hinrunde erinnern oder generell so an die Spiele, die letzten Heimspiele zu Hause gegen so in Anführungsstrichen kleineren Clubs, Augsburg und so weiter, haben wir ja schon irgendwo uns schwer getan und dann nur mal einen Punkt geholt und sowas. Ja, und gestern hat man einfach von der ersten Minute an... das war... Also, für mich war das nach 10 Minuten klar, dass wir das Ding 4-5-0 gewinnen. Man hat das einfach gemerkt. Ja? Es war einfach der Wille da, die Galligkeit. Und auch wieder diese Souveränität. Ja? Und auch nicht dieses so, ach ja, jetzt führen wir 2-0 und jetzt, keine Ahnung, jetzt schieben wir den Ball 89 Minuten hin und her. Das war nicht so. Ja, das war zweite Halbzeit. So die letzten 20 Minuten war das ein bisschen so. Das kann man denen aber auch nicht verdenken. Dann wurde auch noch ein bisschen gewechselt, obwohl die Jungs sich auch nochmal angeboten haben, wie ich fand. Hat mich mehr beeindruckt. So, oder was heißt mehr beeindruckt? Hat mich auf jeden Fall beeindruckt, wie unser Auftritt war. Ganz kurz nochmal zum Dortmund-Spiel von wegen Noten. Da werde ich jetzt keine Noten vergeben. Ich habe das nicht mehr so im Kopf. Wie schon sagte, Davies war für mich bärenstark. Kimmich wurde auch immer stärker in meinen Augen. So alle anderen habe ich jetzt nicht mehr so im Gedächtnis. Ich hätte mir vielleicht was aufschreiben sollen, aber ich denke, so wichtig ist das auch nicht. Gucken wir in die Statistiken rein, würde ich sagen. Sollte eine klare Sprache sprechen. Ballbesitz 69,1. Wir hatten zwischenzeitlich, glaube ich, sogar 76 oder 77%. Abseitsstellung 4-1, Fouls, Zweikämpfe 50-50, überrascht mich auch wieder ein bisschen, muss ich ehrlicherweise sagen. Schüsse insgesamt 21-7, aufs Tor 8-2, Ecken 7-2, Flanken 14-7. Wenn wir mal ehrlich sind, wer das Spiel gesehen hat, wir hätten halt auch locker 7-8-0 gewinnen können, wenn die Leute nicht so eigensinnig gewesen wären. Was ich schon im letzten Video sagte, was ich irgendwo ein bisschen nachvollziehen kann. Gerade wenn es dann schon 3-0, 4-0 steht, dass dann so ein Perisic sich zeigen möchte oder so ein Gnabry, der aus meiner Sicht einer der wenigen war oder einer von den zwei, die ein bisschen abgefallen sind gestern, dass die da unbedingt was zeigen wollen und dann egoistisch sind, kann man halt irgendwo verstehen. Schüsse insgesamt, Levi 4, Pavard 4, Müller 3. Gewonnene Zweikämpfe, wieder Coman dabei. Oh, mal als Davies. Gnabry sogar auch. Wow, den hätte ich da gar nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Torschuss Vorlagen, Gnabry 3, Müller 2, Levi 2. Ballkontakte, 116 Kimmich, 108 Goretzka, 99 Alaba. Kimmich dadurch, dass er dann auch auf Innenverteidiger zurückgegangen ist. Gefoult worden, interessiert uns jetzt nicht wirklich. Ich schalte mal eben um. Wie ich sagte, für mich ein bärenstarker Auftritt, ja. Ein ganz souveränes Spiel und man hat gemerkt, dass die Jungs Bock haben. Was mich ein bisschen überrascht hat, war so die Anfangsphase. Oder generell die erste Halbzeit, dass der Levi sich immer hat fallen lassen, extrem tief. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ansonsten war es einfach wieder eine bärenstarke Leistung. Also bester Mann auf dem Platz, muss man ganz klar sagen, war Pavard für mich. Ja. Habe ich auch im letzten Video schon gesagt, ich kann es jetzt nochmal wiederholen. Ich sehe keinen Handlungszwang. Also ich bitte euch, wie kann man auf die Idee kommen, da jetzt zu sagen, wir brauchen einen rechten Verteidiger? Ja?
Ich glaube, der Junge hat 4,5 Tore gemacht, wenn man das Eigentor von gestern mit dazu zählt. Ja, der wäre wahrscheinlich vorbeigegangen, beziehungsweise der Kimmich stand noch dahinter, vielleicht hätten Kimmich reingemacht. Aber ja, jetzt mal ernsthaft, Leute. Der läuft hoch und runter, war hinten stark. Ja, hat einmal einen kleinen Wackler hinten drin gehabt, aber der marschiert 90 Minuten, genau wie der Davis auf der linken Seite. Und wir brauchen da nicht über irgendeinen rechten Verteidiger reden. Und wenn man jetzt mal die Mitte sieht, wenn der Süle wieder da ist, ist der Süle für mich gesetzt. Ja, der Süle ist ein Turm, Alter. Das ist eine Maschine in der Innenverteidigung. So, und wenn dann echt der Alaba ein Innenverteidiger, ich meine, du kannst den Davis jetzt nicht auf die Bank setzen, Leute, da müssen wir uns ja nichts vormachen, ja. Wegen mir kann man den Davis einen nach vorne ziehen. Aber so stark, wie der das auf der Position macht, ja, Hernandez ist schon wieder angeschlagen oder was? Keine Ahnung, ob der das irgendwie hinkriegt mit zwei Linksfüßen, hat mir auch nicht ganz so gut gefallen, muss man sagen. Der Alaba hat es ganz gut gemacht, wie ich fand. Hat man aber gemerkt, dass er da nicht so den Spielaufbau machen kann, wie wenn er als linker Innenverteidiger spielt. Von daher wird es interessant zu sehen sein. Ja, aber ich sehe da keinen Handlungsbedarf für einen rechten Verteidiger, Leute. Ich finde den Pavard da mega stark. Und wie gesagt, Innenverteidigung ist gut besetzt. Und wenn wirklich Not ist, kann er halt Innenverteidiger spielen. Aber der Kimmich kann Innenverteidiger spielen. Ja, und wenn man mal ganz ehrlich ist, wofür brauchen wir in der Bundesliga gegen Clubs wie Düsseldorf einen Innenverteidiger? Man hat das gestern gesehen. Wir haben ja dann zeitweise mit einem Kimmich und einem Alaba gespielt als Innenverteidiger. Und einem Goretzka mit hinten drin. Das war ja schon eher so eine Dreierkette. Die beiden Außenverteidiger waren eh nur vorne. Das hat auch sehr gut geklappt, hat mir sehr gut gefallen. Auch dass das Wechsel, dass der Alaba mal gegangen ist, der Goretzka hat sich fallen lassen, dasselbe mit dem Kimmich. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ja, also ich sehe da absolut keinen Handlungsbedarf, was unsere Defensive anbelangt. Da bin ich. Sehe ich nicht. Mit dem Alaba verlängern und alles ist tutti. Und dann sind wir gut aufgestellt, auch international, Leute. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Man hat es auch gegen Dortmund gesehen, ja. Wie souverän wir hinten standen. Das muss man nochmal so sehen. Klar, kannst du eine Dortmunder Mannschaft nie ganz ausschalten. Die haben irgendwie ein, zwei gehabt. Aber jetzt auch nichts, wo du sagst, das war ein hundertprozentiger. Also, ja. Klar, den einen hat der Neuer gut pariert, aber ja, mal ganz ehrlich, ich sehe da echt, ich sehe da keinen Handlungsbedarf. Ich fand ein Pavard wieder mega stark. Ich fand ihn die ganze Saison schon, wie ich ja immer sagte, so durchschnittlich plus, also so 3 plus. Und er wird aber immer stärker. Also die letzten Spiele jetzt wieder bärenstark. Ja, und über den Davis brauchen wir gar nicht reden, oder? Also, der ist ja schon unverzichtbar mittlerweile. Und wenn du den Alaba dann da hast und dann Süle, also ich denke, Leute, da sind wir speedtechnisch gut aufgestellt. Robust mit dem Süle dann hinten drin wieder auch. Da mache ich mir keine Sorgen, ey. Klar, der wird ein bisschen Zeit brauchen nach der Verletzung und so weiter. Alles gut. Ansonsten, ja. Wie ich sagte, ich fand es eine bärenstarke Leistung. Der einzige, der für, oder die einzigen beiden, die so ein bisschen für mich abgefallen sind, insofern man das so nennen kann, darf, war für mich der Müller und der Gnabry. Ja, die beiden waren jetzt nicht so. Ja, nicht so heiß, möchte ich gar nicht sagen, aber vielleicht war einfach der Akku leer. Vielleicht ist der Gnabry nicht fit genug, ich weiß es nicht. Ich meine, er hat 5 gewonnene Zweikämpfe, das sieht ja ganz gut aus. Er hat auch ein bisschen was versucht, nach vorne hin war er nicht durchschlagskräftig, fand ich. Und nach hinten hin, ja, ich meine, wir kennen es nicht anders, ja, hat er immer mal seine Dinger, wo er den Sprint nicht anzieht. Aber ansonsten hat er sich schon Mühe gegeben, auch ein bisschen nach hinten mitzuarbeiten. Und Coman fand ich mega stark, ja. Er hat viel nach hinten gearbeitet, viele Zweikämpfe angenommen und auch nach vorne hin. Er wurde dann ausgewechselt, ich denke mal einfach, um ihn ein bisschen zu schonen. Weil, ja, wir können es uns leisten, ja. Perisic, der da noch reinkam. Ja, Perisic war gar nicht so, oder? Weiß ich nicht, der ist. Ich weiß nicht, ob er zu über ehrgeizig ist, weil es immer, was ja noch um Vertrag geht, er würde ja ganz gerne bei uns bleiben. Im Moment hat er so wieder die Form, so Anfangsphase Kovac. So, er bemüht sich, aber es läuft nicht wirklich was zusammen. Also zwischenzeitlich war er richtig stark. So jetzt die letzten beiden. Ja, gut, er hat auch keine richtigen Einsätze da. Aber fand ich ihn jetzt auch nicht so stark. Müller, ja, wie gesagt, Müller hast du nicht viel gesehen. Müller war, glaube ich, einfach ein bisschen platt. Ne?
Ist ja auch nicht mehr der Jüngste und läuft ja immer viel und so weiter. Er hat die Kommandos gegeben vorne mit Pressen und so weiter. Also, was der Müller immer macht, aber es war jetzt nicht so. Hat er, glaube ich, auch sogar eine Torvorlage gemacht, oder? Also, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, ja. Das waren die Einzigen, die jetzt so ein klein bisschen abgefallen sind in meinen Augen. Alle anderen fand ich echt bärenstark, ja. Haben alle Bock gehabt. War schön anzusehen, das Spiel. Und wie ich auch sagte, man hatte nie das Gefühl, dass da irgendwie auch nur der geringste Zweifel ist, dass das Spiel so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Ja, wir können ja mal kurz über den Cuisson reden, der eingewechselt wurde für Hernandez in der 46. Ja, ich würde sagen, hat das Ding ordentlich gemacht. Ja, man hat am Anfang ein bisschen gemerkt, ein bisschen nervös ist und so. Aber ansonsten hat das gut gemacht. Hat sich auch was zugetraut, ja, hat auch mal was versucht, fand ich auch gut. Und muss man auch machen, wenn man beim FC Bayern spielt, ja. Ganz einfache Kiste. Ja, und da muss man mal abwarten, ob der Junge sich noch entwickelt, ob er den Schritt macht oder nicht. Aber man hat ihn wenigstens mal 45 Minuten gesehen, das fand ich gut. Wie gesagt, Perisic, ja, war für mich nix. Odriozola war okay, war eine Standardleistung, würde ich sagen. Zirkzee, ja, der kam natürlich rein, wo wir schon so im Schiebemodus waren. Da ging jetzt nicht mehr so viel, dass er sich irgendwie zeigen konnte. Und Olivier Baptista Meier, ja gut, was willst du den Jungen da jetzt 12 Minuten bewerten, ja? Ja. Aber man hat auch gesehen, ja, der Flick haut es ja auch rein, finde ich gut. Warum nicht? Dafür haben wir die Jungs ja auch. Und ja, wie gesagt. Wenn nicht in solchen Spielen, wann dann, Leute? Also. Ja, das war die Woche mit dem FC Bayern. Also, ich habe, wie gesagt, nichts zu meckern. Was auch, ja, nach einem Sieg in Dortmund und dann ein 15-0 gegen Düsseldorf. Können wir nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen. Aber ich sagte, das Dingen ist halt einfach gelaufen. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Ja, Gladbach spielt, Gladbach wird wohl gewinnen, aber das interessiert uns ja alles im Endeffekt nicht. Klar, wir spielen auch gegen die beiden hier, ja. Aber selbst wenn wir beide Spiele verlieren sollten, haben wir immer noch einen Punkt vor. Ja. Und die Dortmunder müssen ihre Spiele auch erstmal gewinnen. Da muss man natürlich auch erstmal gucken, wenn die jetzt vielleicht irgendwie eine kleine Delle haben. Ich weiß nicht, gegen wen die noch spielen. Klar hast du dann Gladbach und Leverkusen gleich dahinter, aber. Ja, es wird nochmal spannend hier um die Champions League, ja. Je nachdem, wenn die Dortmund sich noch irgendwie einen Ausrutscher leisten oder was, da ist noch alles möglich. Und ansonsten, ja, sollen wir uns mit unten befassen, Alter, haben wir eh nichts mit am Hut. Ja, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, die Meisterschaft ist durch. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt irgendwie so einbrechen, dass wir 3 Spiele verlieren. Aber ich denke, da geht auch keiner von aus und, haben die Dortmunder sich selbst zuzuschreiben, muss man auch ganz klar sagen. Aber wie ich schon sagte, da hat einfach der Wille gefehlt und den wir an den Tag gelegt haben, das muss man auch mal ganz klar sagen. Unsere Mannschaft ist heiß, ist hungrig, das sieht man und das kann man ja gar nicht hoch genug anrechnen in den Flick. Unter Kovac hatte man schon so das Gefühl, dass unsere Mannschaft satt ist. Ja, das hat der Hansi in den Griff gekriegt, ne? Das muss man ganz klar sagen. Gut, ich guck mal eben. Nächstes Spiel in Leverkusen. Samstag, ja. Dann haben wir noch Frankfurt zu Hause, das Halbfinale, Pokal. Dann haben wir Gladbach zu Hause. Sollten wir eigentlich mit Minimumpunkt holen gegen Gladbach zu Hause? Tun es gegen Gladbach immer in letzter Zeit immer ein bisschen schwer. Ich weiß aber nicht, ob die immer noch so auf Konter ausgelegt sind. Wir haben uns ja immer so ein bisschen mit Kontermannschaften schwer getan. Aber wie das Spiel in Dortmund gezeigt hat, haben wir das auch ganz gut im Griff. Ja, dass die Mannschaft sich darauf einstellen kann. Dann in Bremen, ja, na klar, für die Bremer geht es noch um richtig was. Freiburg ist so, ja. Da geht es um die goldenen Ananas. Ja, haben rein theoretisch, glaube ich, sogar noch ein paar Chancen auf den Europapokalplatz, Platz 7 oder sowas. Aber bis wir vorletzte Spieltag, glaube ich nicht, dass da noch Chancen bestehen. Die werden dann um die goldenen Ananas spielen. Und dann spielen wir in Wolfsburg. Für die könnte es noch um was gehen. Aber wenn die so weiter spielen wie bisher, denke ich, wird das bis dahin auch durch sein, dass sie schon in Europa dabei sind. Also jetzt das nächste Spiel in Leverkusen.
Ja, wenn wir da einen Punkt holen, denke ich, kannst du die Meisterschaft safe machen. Leverkusen ist auch ganz gut drauf, aber Leverkusen ist immer mal so, mal so. Leverkusen ist auch wieder so eine Kontermannschaft. Da bin ich gespannt. Ich denke, die werden uns auf jeden Fall ein bisschen mehr fordern wie die Dortmunder. Aber wer weiß, wenn wir da auch so auftreten wie in Dortmund, man muss ja auch immer sehen, dass wir den Dortmundern auch nicht diese Chance geboten haben, wie ich schon sagte. Man hatte nie das Gefühl, dass man jetzt sagt, oh, jetzt haben die aber eine Schwächephase, jetzt machen wir mal Attacke. Ja, und wenn wir so in Leverkusen auftreten, dann mache ich mir da eigentlich auch keine Sorgen. Und ja, es sind 6 Spiele noch und wie gesagt, dass wir, nee, 5, Frankfurt ist Pokalspiel, dass wir jetzt von den 5 noch 3 verlieren. Ja, ich glaube es nicht. Von daher, alles gut. Und schönen Gruß an alle Bochum-Fans. So. Das nochmal hier. Und lebt die Fanfreundschaft aus, Leute. Das war's von mir. Rot-weiße Grüße gehen raus. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Sehen uns nächste Woche wieder. Endlich 15:30, Leute. Boah, super nervig, oder? Ich guck mal ganz schnell, was auch wenigstens Samstag ist, ja. Endlich 15:30, ey. Geht mir das auf den Sack mit diesen Abendspielen. So, jetzt aber. Rot-weiße Grüße. Auch wenn ich dunkelblaue, blau-weißes Trikot heute mal anhabe. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns am nächsten Wochenende. Haut rein, bis dann. Ciao.